Hallo in die Runde. Ja, unschwer zu erkennen. Ich sitze im Auto auf dem Weg zum Wasser. Ich habe gerade noch so einen kleinen Zwischenstopp gemacht, um mir mein Lebenselixier für den Morgen zu holen, nämlich einen Kaffee. Ich will es heute vornehmlich auf Barsch versuchen. Ihr seid dabei. Wir sehen uns in Kürze am Wasser. Zeitsprung. Ich bin am Wasser angekommen. Ich starte unter der kleinen Brücke hier im Hintergrund. Vielleicht erkennt jemand den Spot aus einem der vorigen Videos. Da hat es letztes Mal ganz gut mit den Barschen geklappt. Soll auch heute so funktionieren. Ich mache mich fertig und dann legen wir los. Ich habe es ja schon in einem von meinen vorigen Videos gezeigt. Ich nutze unheimlich gerne die 3,5 Gramm Netwick-Köpfe und ich nutze auch gerne die Nicobaits. In dem Falle jetzt hier der Leech. Die Netwick-Köpfe haben allerdings hier das Modell von Angelsport Moritz. Ja, diesen Köderhalter dran, diesen Haltedorn. Wie gesagt, er ist super gut für alle möglichen anderen Köder. Aber für die zähe Gummimischung von den Nikos, da ist der hinderlich. Ups. Und da ist der hinderlich. Und ja, da kriegt ihr den dann nicht gewickt. Also, aber ihr habt gesehen, ein bisschen hin und her und dann bricht er von ganz alleine ab. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass der Nicobait dann nicht hält. Die Gummimischung ist so zäh und so klebrig, dass die ohne Probleme auch ohne den Köderhalter hält und ihr kriegt den Köder vernünftig gewickt. Und Fisch. Oh, schöner Biss. Na, die Bremse sollte ich vielleicht ein bisschen einstellen. Schöner Biss. Und da ist der erste Barsch. Ja, tipptopp. Na. Klasse. So kann es laufen. Schön, wenn es denn so läuft. Der erste Biss auf den Leech. Toll, so kann es gerne weitergehen. Da treibt noch eine Scholle an mir vorbei. Da sieht man mal, wie kalt das gewesen ist. Wir haben heute deutliche Plusgrade. Fast im zweistelligen Bereich. Und trotz alledem ist noch Eis überall vorhanden. Ja, und dementsprechend kalt ist natürlich auch das Wasser. Ja, auch der Leech bekommt ein bisschen Flavor. Der Gummi ist ungeflavored. Also wenn man da ein bisschen Aroma dran haben will, muss man nachhelfen. Ich habe jetzt hier die Spitze eingefärbt. Sieht man ganz gut im Kontrast zum restlichen Köder. Und die bleibt doch so. Also das zieht richtig in den Gummi rein. Das muss man dann eben auf dem Schirm haben. Nicht, dass man sich wundert, dass man auf einmal eine andere Farbe hat. Aber in dem Falle hilft mir das. Und Fisch. Ach, verdammt. Da war der Biss. Schöner Biss. Richtig schöner Biss. Ja. Yes. Brauchen wir nicht extra einen Kescher nehmen? Voll weggenommen, das Ding. Geil. Mega. Die ersten Würfe sind gemacht, die ersten Fische sind gefangen.
Es läuft gar nicht so schlecht, aber auch bei weitem nicht so gut wie beim letzten Mal, als ich hier war. Ist aber auch klar, das Wasser ist noch so kalt. Überall hat das Eis die Gewässer fest im Griff gehabt. So auch diesen kleinen Graben hier hinter mir. Und dementsprechend lethargisch sind die Fische. Das merke ich auch. Ja, die Bisse, die sind schon entschlossen, aber man muss die Fische wirklich extrem aus der Reserve kitzeln. Also lange Standphasen. Und ich kriege auch nicht jeden Fisch, also liegt aber auch daran, dass es manchmal auch kleinere sind, die den Köder nur festhalten. Und ja, ist ja nicht schlimm, wenn man die ganz kleinen nicht bekommt. Aber es ist nicht einfach. Trotzdem macht Spaß und ja, wir fangen bestimmt noch was. Kleiner Kerl. Oh. Aber auch wieder ganz vorsichtig genommen. So ein kleiner Barsch. Aber der hat damit gar keine Probleme, sich so einen großen Egel, so einen großen Wurm, eine große Larve reinzuziehen. Aber der ist ein bisschen zu klein. Also das Netrig, das spielt hier gerade mit aller Macht seine Vorteile aus. Ich lasse den Köder teilweise einfach nur liegen und probiere ihn gar nicht zu bewegen. Zupf einfach nur in die lose Schnur. Das überträgt sich in Form von Mikrobewegungen, Strömung und so weiter. Die tun noch ihren Teil dazu bei. Und dann wird er manchmal erst nach Sekunden genommen. Und ich habe ja auch den einen oder anderen kleinen Barsch schon dran gehabt. Und auch wenn die hier hinten dran ziehen, wie verrückt, wie schon gezeigt, die schaffen das einfach nicht, hier den Gummi irgendwie vom Hakenschenkel runter zu zupfen. Also von daher, ich habe da noch nicht einmal ein bisschen nachjustiert und der Köder ist auch total unbeschädigt. Also da reißt nichts ab. Jetzt hier bei einem Wurm sowieso nicht, aber bei der 10-Gummi-Mischung, auch wenn ihr jetzt ein Beinchen oder einen Fühler dran haben würdet, wie bei einem Krebs oder bei einem Creature-Bait, braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Teilweise versuche ich gar nicht, den Kopf großartig zu bewegen. Diese leichten Zupfer in die lose Schnur, die reichen schon vollkommen aus. Und dann kann ich den Platz wirklich millimetergenau ausfischen. Ja, zwischendurch mal einen kleinen Sprung. Ab und zu hat man mal was dran hier vom Grund. Aber auch da bin ich erstmal misstrauisch, bin ich erstmal skeptisch, weil das kann auch ein Fisch sein, der sich eingehangen hat. Manchmal merkt man die Bisse einfach nicht. Da kann man die sensibelste Rute haben, aber die sind so lethargisch und so vorsichtig. Da kriegt man das manchmal einfach nicht hin. So, wieder lange Standphase. Und ich glaube, das ist der größte bis jetzt. Auf jeden Fall einer der schönsten. Wobei, da möchte ich mich nicht festlegen. Und auch wieder voll weginhaliert, das Ding. Absolut krass, also der Köder, der wird auf jeden Fall richtig weggesogen. Hergeben muss man auf jeden Fall schon.
Und Fisch. Kleiner. Und Fisch. Nein! Ah, verdammt. Eieieiei. Das war ein guter Fisch gewesen. Ach, sehr schade. Sehr, sehr schade. Das war ein richtig guter Fisch gewesen. Ach, Mist. Wieder. Ach, ausgestiegen. Kleiner, aber der eben, das war ein guter Fisch gewesen. Das ist ja ärgerlich. Fisch. Also die inhalieren sich den wirklich voll weg. Und die Fische sind nicht groß. Also. Der eine, den ich eben verloren habe, das war ein großer Fisch gewesen. Also. Für dieses Gewässer groß. Das hat sich wirklich super gut angefühlt. Und der nächste. Wieder ein kleiner Kerl. Aber beschweren wollen wir uns ja nicht. Da ist der Fisch. Zap. Oh, aber ein ganz kleiner gewesen. Die Bisse lassen merklich nach, deswegen führe ich einen Stellenwechsel durch. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. 10 Fische plus minus, ich habe nicht genau mitgezählt, ging jetzt am ersten Spot. Das ist schon ordentlich, auch wenn es echt nicht einfach ist. Die Bisse sind absolut vorsichtig. Und ja, der ganz große war auch noch nicht mit bei. Aber man muss ja immer sagen, was ist denn ganz groß an so einem kleinen Gewässer? Den einen Fisch, den ich verloren habe, das war schon ein guter. Also da ärgere ich mich auch ein bisschen drüber. Ich bin mir auch sicher, dass es ein Barsch war, aber... nicht verzagen, wir machen jetzt an der nächsten Stelle einfach da weiter und dann wird sich bestimmt noch was entwickeln. Ich versuche mal den M1 Inspire Minnow von Evergreen. Der hat die richtige Beutefischgröße und vor allen Dingen hat er auch die richtige Lauftiefe. Gerade hier im Flachen. Ja, mit dem wollen wir mal anfangen. Thank you.
und Fisch. Jawohl. So, erster Barsch auf den kleinen Evergreen. Hat den auch voll genommen. Ist natürlich auch wieder viel zu klein, aber immerhin der erste Fisch mal wieder auf dem Hardbait. Der Wind haut hier ganz schön rein. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und mal die Hardbait-Rute rausgeholt. Der kommt natürlich wieder rein, der Bursche. Ich habe hier meine Evergreen Super Steed am Start, gepaart mit einer Steeds RTW mit der niedrigen Übersetzung und einer 7 Lips Flugcarbon Hauptschnur. Als Köder den kleinen Evergreen M1 Minnow mit einer ganz dünnen Titanspitze davor. Hat funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja nochmal. Am neuen Spot angekommen und ich habe erstmal die Hardbait-Kombo ausgepackt. Warum? Hier pfeift der Wind ganz schön doll und mit den leichten Gewichten beim Gummi ist die Köderkontrolle sehr schwierig. Schwerer kann ich allerdings auch nicht fischen, weil ansonsten geht mir das Blei zu doll in den Schlamm rein und ich habe die ganze Zeit Dreck dran. Ne? Deswegen erstmal probieren, mit dem kleinen Evergreen M1 Minnow einen aktiven Fisch zu finden, gucken, ob die Fische überhaupt da sind. Das haben wir gemacht, das hat geklappt, wenn auch nur einer. Und außerdem wollte ich diesen Köder auch mal ausprobieren. Ich habe mir den nämlich extra für diesen Graben hier besorgt, bin zu Moritz gegangen, ich habe gesagt, ich brauche einen flachlaufenden Minnow, nicht allzu schwer, in dem Falle jetzt hier 8 Gramm, auch nicht zu groß von der Länge, 9 cm in dem Fall. Und er soll eine gute Aktion haben und im Idealfall noch silent sein, weil hier der Angeldruck doch ziemlich hoch ist. All das konnte mir dieser kleine Minnow hier mitbringen. Ausprobiert, lauftechnisch gefällt er mir auch. Geht schön nach links und rechts, also läuft schön im Zickzack, wenn man ihn so anjoggt. Top. Hat funktioniert. Jetzt steigen wir aber wieder auf Gummi um. Barsche sind da, aber sie sind, wie gesagt, sehr lethargisch. Also fischen wir den Platz jetzt ordentlich mit Gummi aus. Ohne Hecht geht's ja irgendwie nicht. Kleiner Scheißer auf den Minnow. Der Gummiversuch unter der Brücke, der ist kläglich gescheitert. Es gab nicht mal einen Biss. Hätte ich nicht mit gerechnet. Auch die Folgestelle, nur 2 Bisse bzw. Aussteiger. Deswegen jetzt zur ersten Stelle zurück. Ja, und da gab es direkt einen kleinen Hecht auf Hardbait. Ich packe die Hardbait-Route jetzt allerdings auch wieder ein und probiere es hier nochmal mit einem Netrig. Das sollte funktionieren. Ich bin guter Dinge. Richtig. Ach, verdammt. Ach, da ist der Hecht. Ah.
Ja, Glück gehabt. Kleiner Hecht. Aber das erklärt auch, warum vielleicht der ein oder andere Barsch nicht mehr da ist. Er hat den kleinen Seaman-Gummi, in dem Falle jetzt hier den Bugs, genommen. Kleiner Hecht. Geht natürlich auch wieder umgehend rein. Ich mache einen Köderwechsel. Ich setze mal wieder auf einen Hellgramit. Braunton mit goldenen Flakes drin. Ganz dezent. Mal gucken, ob die Barsche da besser drauf anspringen. Also der Bugs. Letztes Mal noch der absolute Bringer. Ja, bis auf den Hecht hat er jetzt keine Reaktion gebracht. Kann natürlich auch sein, dass der Hecht dafür gesorgt hat, dass nicht mehr so viele Barsche hier sind. Und ich kann es immer nur wieder sagen, eine gute Schere ist beim Angeln unerlässlich. Ebenso, habe ich ja letztes Mal schon angesprochen, der kleine Mülleimer hier von Jackson mit der geschlitzten Öffnung nimmt Schnurreste super leicht auf und ja, ist absolut hilfreich am Wasser. Ach du Scheiße. Aber was ist denn hier los? Schon wieder ein Hecht. Ja, braucht man sich nicht wundern, wenn die Barsche nicht da sind. Ja, diesmal haben wir mit der Hand gelandet. Auf den Hellgramit. Auf den Hellgramit. Saß jetzt problemlos, aber ja. Mensch. Da kommt nach langer Zeit mal wieder ein Barsch und gleichzeitig auch der mit Abstand kleinste. Aber auch selbst der hat sich den Leech reingepfiffen. Und zwar bis zum Anschlag. Ja, zeigt mir aber auch, dass ich mit dem Wurmimitat heute goldrichtig liege. Die Larven- und Krebsimitationen. Die bringen heute nur Hechte und der ist echt der Barschlieferant heute.
ich beende das Video da, wo es begann, im Auto. In Kürze trete ich den Heimweg an. Es hat mega viel Spaß gemacht. Der Tag war sehr anspruchsvoll. Aber so ist Winterangeln halt. Vor einem Monat, als ich hier war, die Wassertemperaturen noch ein bisschen höher gewesen. Da lief es wirklich wie geschnitten Brot. Krebsimitate haben funktioniert. Und heute noch Randeis gehabt. Der Winter hatte die Gewässer eine Zeit lang fest im Griff. Und kaltes Wasser, das hat den Fischen echt zugesetzt. Da war jeder Fisch hart erkämpft. Trotzdem hat es funktioniert. Der Zaza Leech von Nico Bates, der hat geliefert. Tipptopp. Sogar ein Fisch mit Hardbait ist rausgekommen. Zwei sogar. Also, ja. Ich bin nicht unzufrieden. Ich fahre mit einem Grinsen nach Hause. Und es hat echt Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt mich an bei Instagram unter OlliLikesPike, wenn ihr Fragen habt. Ich stehe euch da gerne, wie immer, mit Rat und Tat zur Seite. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und Petri Heil.